Wir untersuchen die neuronalen Grundlagen der Empathie, also der Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen. Und das tun wir, indem wir uns die Botenstoffe im Gehirn von Menschen anschauen. Dazu haben wir uns entschieden, experimentelle Manipulationen durchzuführen, die die eigene Schmerzwahrnehmung reduzieren und dann wiederum zu testen, ob sich diese Manipulationen auch auf die Wahrnehmung des Schmerzes anderer Menschen auswirken. Um den Schmerz der Versuchspersonen zu reduzieren, haben wir uns für Placeboanalgesie entschieden. Dabei ist es so, dass man den Leuten eine eigentlich wirkungslose Tablette verabreicht und ihnen aber glaubhaft vermittelt, dass es sich dabei um ein wirkungsvolles Schmerzmittel handelt. Also allein durch diese Erwartung werden im Körper dann körpereigene Opiate, also sogenannte Endorphine, ausgeschüttet und dadurch kommt es zu einer Schmerzreduktion. Unsere Forschung ist relevant für Personen, die regelmäßig Schmerzmedikamente einnehmen oder unter Opiatabhängigkeit leiden. Wir schauen uns an, inwiefern sich die Empathiefähigkeit dieser Personengruppen verändert durch die laufende Einnahme dieser Botenstoffe und Substanzen.